Mike. Okay, check. Yo, wunderschönsten guten Freitagnachmittag. Grüß dich raus. Wir zocken heute eine Runde Outriders. Ich bin gespannt, mal ein bisschen Abwechslung. Ich bin gespannt, was die Demo kann. Ich habe schon ein bisschen was drüber gelesen. Manche sagen super geil, manche sagen super ätzend. Also sehr, sehr geteilte Meinungen. Ich bin gespannt. Ich sag's gerade mal an dieser Stelle, wer es nicht mitbekommen hat. Die Outrider-Demo gibt es seit gestern Abend 18 Uhr. Von daher, lass uns mal reinziehen. Bin gespannt. Bin echt gespannt. Let's go. Outriders. Schon jemand gespielt von euch? Ich hab schon alle durchgespielt, ne? Gönnt euch. Today is the day. We shall see victory. Today. A great new altar fights at our side. I feel a storm cloud coming down today. The anomaly should have killed us. But instead, it left us something more. Altered and Outrider. Outrider. Only we can lead them to a future. Today. Whatever we were before, we're something new now. We were given a second life. We can't waste it. Wow. Nice. Ah, willkürlich auswählen. Okay. Der sieht ja cool aus. Ich glaube, den nehmen wir sogar direkt. Okay, wir nehmen das mittlere. Gehen wir so rein. Der sieht cool aus, finde ich. Der sieht echt cool aus. Let's go. Oh, es geht los. Die Erde war tot. Wir hatten sie zerstört. Zwei Kolonieschiffe sollten uns durchs All bringen. Nur ein Schiff hat es geschafft. Wir sind alles, was übrig ist. Alexa, Büro aus. Nach 83 Jahren endet unsere Reise nun im Orbit unserer neuen Heimat. Oh, schön. Oh, schöne Grafik, Leute. Also, gefällt mir gerade sehr, sehr, jetzt auf den zweiten Blick, das war es dann so, ist nicht so nice. Oh, der Vogel, also hier, die Lichteffekte, die Bäume, das sieht geil aus. Die Charaktere sind echt cool. Wisst ihr, was ich gelesen habe? Eine große Kritik an diesem Spiel war die Synchronisation, also die Lippensynchronisation. Die war sehr krass bemängelt worden, ne? Wir spielen das jetzt auf Englisch. Ich sehe nichts von schlechter Synchro, gar nichts. Das sieht wunderbar aus, also top, ne? Wunderschön anzusehen, die Lippen sind super synchron, die Stimmen sind super. Die Charaktere sind gut vertont, finde ich. Das ist schon stimmig. Wisst ihr, was ich vermute? Dass die deutsche Synchro einfach katastrophal ist. Das ist der einzige Grund. Und ja, kriegt dann zu Recht auch eine schlechte Kritik dafür, ne? Für die deutsche Synchro. LOL. Cool gemacht. Do you copy? Shit. Fühlt man gerade richtig mit. Es geht. Tanner. Tanner. Oh. I'm seeing some really strange shit down here. What the fuck? Inventory. Oh, und zack, Destiny. Guck es mal an. Lass mal gucken. Outrider-Rüstung. Stufe 1.
Rüstung Oberkörper, Rüstung 45. Ausgerüstet wählen, Details ablegen. Details bitte. Leute, das ist ja das ist 100% Destiny gerade. Destiny, ja. Alter. Das geht ein bisschen durch Mark und Bein, ne? Diese Original Vertonung. Wie der geschrien hat und so. Oh. Ach du Scheiße. Oh, ist das hart, ey. Was geht? Uff. Du Scheiße! Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht das eigentliche Spiel los, ne? Auch weil Schrank auch sagt, Solo spielen und sowas, ne? Supporter ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser im Team. Verwüster ist ein bisschen besser im Team. Assassine und Schrank. Schrank, habe ich Schrank gesagt? Assassine und Pyromant. Und da fühle ich den Pyromanten mehr als den Assassinen. Der Sound ist halt geil. Oh nein, was mit ihm denn? Jo, er brennt. Wow. Aus Versehen die Waffe wieder gewechselt. Coole Kampfmechanik. Coole Kampfmechanik. Echt geil. Also da muss man auch mal nachdenken, wenn man was macht. Finde ich wirklich cool. Oh, Erik. Oh. Wir müssen in die... Ah, die sind schon down, okay. Volles Leben bekommen. You can change and assign your skills with O. Mit O. O fürs Golds, oder was? Skills, Golds. Pyromant-Fähigkeiten zuweisen. Verzehrendes Feuer. Wähle einen Gegner aus und zieh ihn zu dir, wobei du ihm 34 Schaden zufügst. 34 Leben entziehst und einen Asche-Effekt verursachst. Was ist denn ein Asche-Effekt? Altered, what are you talking about? Yeah, the Grand Marshal, she'll explain. Come. Ich finde das Szenario echt faszinierend. Das ist richtig schön gemacht, ne? So ein bisschen düstere Stimmung auch und so. Finde ich echt cool. Das ist echt gut gemacht. Wo finde ich ihn? Where is he? Where is he? Gehen wir rein. I wish I could look him in the eyes when you make him pay for what he did. Annehmen. I think I'll pay him a little visit. Kurz Hallo sagen. Eine sich füllende Fortschrittsanzeige zeigt, dass ein Gegner sich darauf konzentriert, seine Fähigkeit einzusetzen. Du kannst einen Gegner, der im Begriff steht, seine Fähigkeit anzuwenden, mit deiner eigenen Fähigkeit mit dem Schlagwort unterbrechen angreifen. Um ihn daran zu hindern. Ja. Boss Arena. Oh. Unterbrochen. Wow.
Geh doch mal in Deckung. Oh! Ah, oh! Oh! Oh, das erste Mal gestorben. Schnell, bevor wir sterben. Der muss sterben, der muss sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schnell, schieß! Nein! Oh. Oh, ich brauche Lebensspender. Oh, oh, wow, ist das schwer, ey. Ich wollte auf die Shotgun wechseln, drücke die 2, aber passiert ja nichts mehr, 2. Ah, das ist echt doof. Q. Oh, dieses blöde Waffenwechsel, ey. Oh Mann, das ist so behindert. Ne, ich glaube, wir verändern das jetzt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe null Kontrolle über das Waffenwechseln mit diesem Q, ne? Pass auf, wir verändern das jetzt. Wir stellen das jetzt um. Waffe 1 wählen, hier. Das ist es halt, ne? Also, Handfeuerwaffe wäre die 1. Waffe 1, also die das Gewehr wäre die 2. Und die Shotgun, Waffe 2, wäre die 3. Okay. Jetzt die Fähigkeiten. Fähigkeit 1 wäre Q. Fähigkeit 2 ist die obere Maustaste. Und Fähigkeit 3 ist die untere Maustaste. Das probieren. Okay, okay, okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Okay. 3? Nein, die 3 ist doch nicht... Oh Leute, jetzt bin ich komplett raus. Oh Mann. Okay, Welle. Shotgun, Shotgun, Feuer. Schön. Ja, so langsam haben wir es, glaube ich. Punkt. Ziehen. Shotgun. Lebt noch, Shotgun. Sehr gut. Welle. MG. Feuer. Ja, ist viel besser, Leute. Ist einfach viel besser. Man muss es jetzt umgewöhnen, aber es ist tausendmal besser. Holy shit, ist das viel besser. Unterbrechen, unterbrechen. Schön. Shotgun. Deckung. Oh. Oh, oh, scheiße. Oh. Oh. Yes. Diesmal kriegen wir ihn. Jetzt haben wir ihn, Leute. Ziehen. Nein, keine Muni. Oh nein. Unterbrechen, unterbrechen, unterbrechen. Oh mein Gott. Oh. 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 Wie lange geht die Demo denn? Eine Hauptquest und 4 Nebenquests, soweit ich weiß. Also, Hauptquest heißt einmal die erste Welt kannst du komplett spielen. Du kannst bis zu Level 7 werden. Also, du kannst deinen Charakter bis zu Level 7 steigern. 4 Nebenquests kannst du machen in dieser ersten Welt. Und du kannst bis zu 7 Schwierigkeitsstufen wählen. Also, wenn du Stufe 3 hast, kannst du auf Stufe 4 spielen und so weiter. Du kannst bis zu, das nennt sich Weltstufe. Du kannst bis zu Weltstufe 7 die erste Welt spielen. Das ist so meine Infos. Ist das überhaupt eine Demo? Sieht aus wie ein volles Spiel. Sieht aus wie ein volles Spiel. Ist echt cool. Ich bin echt positiv überrascht, muss ich sagen. Ist echt nicht schlecht. Okay, zeig nochmal die Klassenpunkte. Das ist ja Wahnsinn, was hier abgeht. Guck mal. Also wir haben jetzt mit Stufe 5 das Klassensystem oder das Punktesystem freigeschaltet. Brandstifter, Feuersturm, Aschebrecher. Wie krass. Was ist das denn? Achso, Banner. Okay, das ist nur optisch. Banner. Bemalung. Rot wollen wir. Flaggenfarbe rot. Blutrot, Blutrot. Weinrot. Siegel. Okay, okay. Wow. Wow.
Lol. Genau. Siehst du, und er hat uns, er ordnet uns automatisch ein. Warum? Hier unten, höchste verfügbaren Rang automatisch einstellen ein. Sobald wir eine Weltstufe höher erreichen, kriegen wir die automatisch auch aktiviert. Das ist so hart. Du hast immer den höchsten Schwierigkeitsgrad, ne? Automatisch. Cool, zwei Belohnungen noch am Start. Wow. Ach du Scheiße. Nein, unterbrech doch. Oh nein, er war zu weit weg. Okay. Nein, ich kann immer noch unterbrechen. Unterbrech ihn doch. Oh mein Gott. Oh, dass ich das noch unterbrechen konnte. Man muss halt nachdenken, was man macht, weißt du? Ich kann nicht einfach reingehen und dumm rumballern. Ich muss echt überlegen, Strategie überlegen, Gegner blocken, also auch die Fähigkeiten, meine eigene Fähigkeit nutzen, um gegnerische zu blocken. Ja, das ist schon geil. Also ich find, bin schon fasziniert, muss ich sagen. Ich bin echt fasziniert. This is where it all happens. Brechen wir auf, was mit anderen Outriders passiert? Was hast du, wie hast du überlebt? Was mit anderen Outriders? Brechen wir auf. Let's go. Hauptquartier-Quest hast du durch. Das war's. Sind durch mit der Demo? Oder was? As the last remnants of humanity destroy themselves, the signal is still out there. And with it lies the key to our salvation. We journey from the ruins of our old world and into what lies beyond. The things I've seen, even I do not believe them. Where I am taking these two, there's no coming back. You think you're dreaming? What the? This is real. Get on! Do what you were sent here for! Go! Beyond the frontier! It's the end of the goddamn world out there. All this persistence, this world is crashing down. And what will be left? Beyond here, there's only death. I'm finding that signal. Danke fürs Spielen, Outriders. Dein Abenteuer hat gerade erst begonnen. Outriders. Geil, aber echt geil. Kann ich empfehlen, Leute, ladet euch das runter. Hat wirklich Spaß gemacht. Wirklich Spaß gemacht.